Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war jetzt natürlich ganz schlecht, das da. So. Ich gehe jetzt mal zur Nebenmission, würde ich sagen. Weil ich aber noch einen Geschützer checken muss. Machen wir mal eben. Zack, zack. Wie einfach das im Vergleich ist zu dem Scheißding, das da eben war. So, ich denke mal, damit haben die jetzt erstmal genug zu tun. Gehen wir jetzt mal gucken, was die Nebenmission für uns parat hat. Okay, Info-Download. Noch was? War's das? Oder ist hier noch was? Ne, da ist noch was. Info-Download. Alles Info-Downloads. Okay. Mal gucken, ob sonst noch irgendwas hier ist. Oder oben sind lauter Sachen, ne? Okay, da oben sind Datenpakete. Das ist klar. Wie komme ich jetzt am besten da hoch, ist die Frage. Hier unten glaube ich ja nicht, dass ich durchkomme. So, scheint jetzt aber auch ziemlich ungestört zu sein, so dass ich hier hochklettern kann. Datenpakete, Info-Download, alles Info-Download. Okay, öffnen. Was ist das denn? Da ist irgendwie alles durchgestrichen und so weiter. Ich weiß auch nicht, was ich damit anfangen kann. Tirch und Bartholomew. Das wird wahrscheinlich der Typ sein, der Psycho seine Identität geklaut hat, ne? So, da haben wir das Geschütz. Okay, alles klar. Story-Informationen. Psycho. Können wir da jetzt vielleicht... Ne, da können wir nichts rausfinden irgendwie. Nachrichten, Ivanhoe. Boah, ey, jetzt leck mich doch am Arsch. Darauf habe ich da jetzt keinen Bock. Nichts ist zensiert. Ah, Mist! Also, das war aber schon der Typ, der ihm seine Identität geklaut hat. Also, wir waren auf der richtigen Spur. Weil hinten ist jetzt alles voll mit den Typen, ne? Da müssen wir aufpassen. So, ich würde mal sagen. Hier sind wir in Sicherheit im Moment. Lass uns mal schnell zum Geschütz raufgehen. Denn da sind wir vermutlich noch mehr in Sicherheit. So, hier können wir jetzt eigentlich ungetarnt durchlaufen. Wo ist denn noch einer? Ne, der ist schon tot. Und die suchen noch immer da hinten nach mir. Da sind sie natürlich auf der Holzspur. Auf dem Holzweg, nicht auf der Holzspur. Das klingt ein bisschen verkehrt. So, da oben ist noch irgendwo ein Geschütz. Lichthelf blockiert. Okay, jetzt müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Da ist jetzt gar nicht mehr so leicht. So, vielleicht im Wasser. Ich kann jetzt nochmal das Teil da hacken. Ist schon ein bisschen schwerer zu hacken. So, ist jetzt aber passiert. So, hier können wir uns nochmal was enttarnen. So, jetzt muss ich wahrscheinlich hier wieder lauter Info-Downloads durchführen, ne? So, hier kann ich noch irgendwas hacken. Ich weiß noch nicht, was ist, aber machen wir einfach mal. Boah, das ist aber auch schwer zu hacken, ey. So, ich mache halt jetzt mal ohne Tarnung raus. Normalerweise sind wir jetzt hier sicher, ne? So. Aber dann hat es aber deutlich besser geklappt. So, was haben wir da hinten? Das können wir auch nochmal hacken. Wie gesagt, ich weiß nicht wirklich, was ist. Aber da ist echt schwer zu hacken, der zweite Punkt da, ey. Das war ohne Scheiß. Ich versuche jetzt mal nochmal. So, okay. Ich markiere jetzt noch ein bisschen die Gegner. Wer hat mich denn da gesehen? Wahrscheinlich der. Okay. Hier scheint aber auf der Seite alles sicher zu sein. Wissen wir Bescheid. Wo sind eigentlich die Kugeln da? Was ist denn? Das sind halt Minen oder sowas. Ich geh da mal lieber ein bisschen weg. Wer sieht mich denn jetzt hier?
wirklich auch viel näher, als ihr euch alle vorstellen könnt. Okay, hier irgendwie unter mir ist keiner mehr, okay. Das heißt, ich kann jetzt hier halt nicht durchwaschen, alle killen, die mir in den Weg kommen, im Pfeil. So, sehr schön. Okay. Boah, das Geschütz ist wieder feindlich. Warum das denn? Das habe ich schon gerade gehackt. Die haben das wahrscheinlich repariert oder so. Gott weiß, was die damit gemacht haben. Das Geschütz ist auf jeden Fall gehackt. So, hier nochmal was zum Hacken. Irgendwie besteht das Spiel gerade nur aus Hacken. So, haben wir getan. Das ist wahrscheinlich für die... für diese Sensoren oder sowas. Okay, hier geht es jetzt nach oben. Dann gehen wir auch mal hoch. Wahrscheinlich müssen wir noch weiter hoch. Genau. Okay, die haben das Geschütz wieder neutralisiert. Ich frage mich nur, wie. Sichtfeld blockiert. Sind da irgendwo dann... Ich markiere mal wieder die Gegner. Der eine kommt mir gerade ziemlich nach, ne? Aber hier oben scheint irgendwie... Hier oben scheinen nicht so viele Leute zu sein, wie ich am Anfang gedacht habe. Oh, die hatte ich ja ganz auf meinem Radar. Das ist natürlich kacke gewesen. Das war ein Schuss für den Ofen. Aber ist auch egal. So, die Muni haben wir aber genommen. Selbstverständlich. Und Schuss. Ich frage mich gerade, von wo die Leute kommen. So, was soll ich jetzt hier oben machen? Achso, ich soll rüber, okay. Machen wir das eben. So, ich vermute da mal, dass wir jetzt in Sicherheit sind. Bei einer gucken wir uns mal ein bisschen an, oder? Da sind noch Downloads. Jetzt ist es zu spät. Verdammt. Was haben wir jetzt hier drin? Test, Test. Prophet, sind Sie da? Ja, ich bin da. War offline. Ein EM-Impuls hat das Netzwerk lahmgelegt. Rasch ist verschwunden. Ich muss mich zuerst um ihn kümmern, aber Michael. Ich habe leider nicht verstanden, was sie gesagt hat. Es war irgendwas mit Michael, was Zeiko bedeutet, und der Doktor ist verschwunden. Ne, dass der Doktor vielleicht übergelaufen ist. Ja, aber übergelaufen, wohin? Ich meine, die Cell haben im Moment, die Cell haben im Moment genug eigene Probleme. Und die, Seth. Warum soll der zu den Self überlaufen oder wie sollte er das? Also, Kaplan, vielleicht ist der Doktor ja einfach so nur verschwunden. Aber Psycho macht mir ein bisschen Sorgen. So, ich muss hier eben mal gucken. Was fliegt denn hier auch durch die ganze Zeit? Irgendwas? Stimmt ja, aber ganz gewaltig mit der. Schaut mal da, da ist irgendwie ein Heli. Und die schießt auf irgendwas. So, komm ich hier durch? Ja, komm ich. Will ich denn hier durch? Das ist die andere Frage. Ach, ach, was schießen die? Oh, 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 auf dem Alpha-Set. Alpha-Set. Bereiten Sie Ihre Männer auf einen weiteren Kampf vor. Mit neuen Regeln. Okay. Ich hätte eigentlich gedacht, der Alpha-Set wäre zurück ins Weltall geflogen. Anscheinend aber nicht. Laut der Aufzeichnungen von Cell ist ein Light Carrier der Cell in ihrer Nähe. Angesichts ihrer Sensibilität für die Aliens sollte sie negativ. Die Cell haben eine kollektive Intelligenz, einen Schwarmverstand. Alles dreht sich um den Alpha. Jetzt, wo er frei ist, wachen sie alle auf. Wenn diese okay. Light Carrier Teil des Prozesses sind, muss ich sie mir anziehen. Einen Schwarmverstand? Sie haben eine Menge Alien-Material in ihrer DNA. Okay, wir haben Alien-DNA in unserem Teil. Okay.
So, ich muss da vielleicht die Pfeile ändern, wobei... Warte mal, hier müssen doch noch irgendwo welche Achtung, sehen. Achtung, hier ist Turm 436, stehen unter schwerem Beschuss. Massive SAP-Verbände kommen in unsere Richtung. Turm 436, okay, drei Stück haben wir. Täter 1, wir verstärken den Abwehrriegel. Täter 1, hier Oberstein. Da war schon wieder so ein Informationen-Download. Ich zähle 8, nein, 10 Einheiten. Ja, dann ist ein Cell. Wir haben hier gerade ein kleines Problem, denn... Turm 436, wir haben hier ein ernsthaftes Problem. Haltet diese Bastarde mit schwerem Gerät auf, bevor sie uns überrennen. Abwehrsystem. Hab ich noch einen Pfeil? Zwei wir Stück. Wir sterben hier wie die Fliegen. Was zum Teufel ist hier los? Ich frag mich gerade, was in der Kiste da hinten ist. So, dann passen wir mal auf. Da ist einer. So, die hierigen Cells sind irgendwie leichter wie die letzten, die wir getroffen haben. Weil die letzten haben unsere Pfeile geschluckt, die hier irgendwie nicht so. Wo ist denn der? Da ist er irgendwo. Eine Dreischusswaffe. Das ist noch was anderes. Also was haben wir jetzt hier? Nee, das will ich doch gar nicht. Nee. Das ist keine Waffe für mich. So, was sagen denn unsere Pfeile? Habe ich doch irgendwo jetzt Pfeile hier? Nee, habe ich nicht.